Halli, hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS17, Landwirtschaftssimulator 2017. Auf der PlayStation 4, auf der Karte El Tancia La Pajo, auf dem Platinum Edition. Wir ernten gerade Kartoffeln. Ich habe hier den JCB Traktor zum Abfahren und zwei HW80 Anhänger. Und zwar die großen, die eigentlich zum für Häcksel gut sind. Die habe ich mal hier hinter gespannt, um die Kartoffeln wegzufahren. Das Feld haben wir bald mal abgeerntet. Die Kartoffelerntemaschine, die ist bloß gemietet. Die kann ich mir gar nicht leisten sonst. Genau. Das Feld wird schon gepflügt. Und nachher kommt da natürlich irgendwie was Gewinnbringendes drauf, hoffe ich. So, ich glaube, ich bin ein bisschen daneben. So, jetzt. Mach voll hier. 40.000 kriegen wir da rein in beide zusammen. Ist gar nicht so einfach. So, okay, ich fahre das weg. Der kann da weiter ernten. So, hier hinten sehen wir denn, da steht schon der große Big Bud mit der riesigen Sämaschine. Der steht da schon bereit. Den wollen wir dann natürlich da einsetzen. Ich dachte, ich lasse den Tausender Fan schon pflügen. Wir könnten natürlich den Big Bud auch pflügen lassen, aber dann sind wir vielleicht zu schnell. Dachte ich mit den Kartoffel Vollernter, der ist natürlich nicht ganz so schnell, wenn wir sonst Probleme bekommen. So, Kartoffeln haben wir bis jetzt noch nicht verkauft. Keine einzige Kartoffel. Aber das können wir noch machen, wenn der Preis denn irgendwann stimmt. Momentan kommt das eigentlich alles in Getreidespeicher. Hauen wir das rein. Können wir nachher entweder mit dem Zug umlagern oder so. Oder wir holen es hier wieder ab und fahren es dann irgendwo hin. Beim Hafen ist der Preis momentan am besten fast doppelt so hoch wie bei den anderen. Aber ich habe keine Zeit überhaupt die Ernte wegzubringen. Weil ich möchte natürlich den Vollernter so schnell wie möglich wieder abgeben. Damit mir das nicht so viel Geld kostet. Der hat mich jetzt schon, muss ich lügen, sicher schon 60.000 gekostet. Also wir müssen sicher 60.000 mit den Kartoffeln wieder reinkriegen, damit es überhaupt plus minus null ist. Aber dann haben wir die Arbeit und den ganzen Treibstoffverbrauch noch gar nicht wieder raus. Da haben wir dann bloß die Mietkosten für das Gerät. Aber das sollte ja irgendwie aufgehen, hoffe ich, weil als nächstes müssen wir dann natürlich auch noch einen Mähdrescher mieten. Unsere Mähdrescher sind ja abhanden gekommen. Irgendwie sind die einfach weg. Und jetzt müssen wir uns einen mieten, weil wir uns keinen leisten können. Aber das machen wir dann erst, wenn es wirklich so weit ist und die meisten Felder mit dem Drescher abgeerntet werden können. Sonst lohnt es natürlich nicht. Okay, er dreht. Im Vollernter passen 20.000, genauso viel wie in einen so einen Anhänger, aber der blinkt noch nicht mal, da wären bloß irgendwie 5, 6.000 oder so drin sein. Ja, wart. Bin ja noch gar nicht so weit jetzt.
13.000. So, wir warten, bis er wieder zurückkommt. Da hinten fährt der Fan, der ist eigentlich recht schnell, finde ich. So, den lassen wir mal da stehen. Schauen wir mal, wie es sonst so ausgeht. Hier steht unser Abfahr-LKW. Der Big Butt. Da muss ich mal schauen. Da ist natürlich noch kein Saku, gar nichts drin. Ob ich das irgendwie hinbekomme, damit ich das irgendwie mit Saatgut oder so füllen kann. Habe ich nicht irgendwo einen Überladewagen gehabt? So, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Jetzt finde ich hier nichts mehr. Traktoren stehen da ein paar drunter. Okay, hier steht noch ein bisschen was rum, aber da habe ich auch keinen Platz gefunden. Ganz schön groß für den Kleinen. So, ich würde gerne ausprobieren, ob ich da okay, das ist nur ein Test. 800 Liter Saatgut, ob das dann, ob ich das überhaupt rüberladen kann, nicht, damit ich jetzt hier das Ding voll mache, 20.000, 30.000 Liter Saatgut und dann, funktioniert das nicht. So, wir könnten natürlich auch irgendwie was anderes reinmachen. Genau, das hätten wir irgendwie ausprobieren sollen. So, ich muss hier über den frischen Acker. Das sieht nämlich gar nicht so aus, ob das hier überhaupt irgendwie geht. Weil so wie ich das weiß, ist nämlich ganz hinten kommt dann so ein Rohr rausgefahren. Habt ihr das gesehen? Da kann es dann. Oh. Irgendwie Saatgut überladen. So geht es auf jeden Fall nicht. Okay, das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich gerade nach hinten losgegangen, aber jetzt wissen wir das. So wird's nichts. Fahre ich den wieder zurück. Seht ihr, so viel ist da gar nicht mehr abzuernten hier bei den Kartoffeln. Bisschen gibt's schon noch. Aber nicht mehr allzu viel. So, jetzt schaue ich gleich mal, ob ich das hier irgendwie reinkriege.
Da ist der Deckel nämlich schon aufgegangen beim Vorbeifahren. Das sollte nämlich eigentlich gehen. Wieso geht das nicht? So, das muss doch darüber gehen, oder nicht? Kann ich eigentlich das blöde Rohr nicht irgendwie noch nach unten machen oder so? Nee. Sehr schön. Alles vorbeigekippt. Liegt jetzt alles unter dem Gerät. Okay, wir sind's los. Aber so sollte es eigentlich nicht funktionieren. So, den stellen wir natürlich wieder dahin, wo wir ihn herbekommen haben. Jetzt ist natürlich die Erntemaschine auch voll. Wie soll's anders sein? Kommst hier zu gar nichts. Das ist klar, jetzt steht er wohl noch auf der falschen Seite, damit ich gar nicht rankomme hier. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 20.000 Liter da drin. So, nicht mehr lange, dann ist das hier fertig mit die Kartoffeln. So, okay, den Helfer wieder aktivieren. So sieht das aus, wenn man da selber fährt. Aber wir machen den Helfer an. Ich bin da mal raus. Und jo, ich fahre mal hier die Ladung weg. Sind sicher schon über 80%. So, wir können mal schauen, was eigentlich so die Kartoffelpreise sind momentan. Sind immer noch beim Hafen 423. Pro 1000 Liter. Das ist natürlich nicht schlecht. Da komme ich aber mit dem Zug nicht hin. Da komme ich nur mit dem Fahrzeug hin. Und das muss dann nachher der LKW wieder erledigen. Da kriegen wir ein bisschen mehr weg, wie hier mit den Anhängern. Und vielleicht verkaufen wir da ein paar Kartoffeln. Wir haben ja ein paar geerntet hier. Die werden uns natürlich im Lager nicht angezeigt. Wir haben sogar noch ein bisschen Zuckerrohr, was wir verkaufen können. Aber da warten wir auch noch auf einen guten Preis. Zuckerrohr ist momentan eigentlich nicht gerade so beliebt. Beim Hafen. Beim Hafen wäre am besten.
So, aber um den Zuckerrohr kümmern wir uns später. Erstmal müssen wir die Kartoffeln noch fertig machen. So, ab aufs Feld wieder. So, also das Ding hier mit der Sämaschine, mit den Tank befüllen, hat schon mal nicht funktioniert. Da müssen wir uns nächstes Mal noch was anderes einfallen lassen. So, pflügen funktioniert schon sehr gut. So, Kartoffelernte ist wo? Ja, ein paar Reihen hat er noch, aber allzu viele sind es nicht mehr. Okay, das läuft. Da hinten kommt er ja schon wieder. Vierzehntausend sind schon wieder drin, also nicht schlecht. Ich glaube, vier Reihen kann er mit einmal nehmen. Das ist schon mal, das ist, glaube ich, so das Größte. Okay, jetzt wird er langsam voll. Ich steige wieder hier im Trecker ein, warten wir, bis er dreht und bunkern ihn dann natürlich ab. So, ich sag ja, mit dem Pflügen ist er sehr schnell. Das ist wahrscheinlich dann fertig, wenn wir hier auch mit der Ernte fertig sind. Wollte ich gerade sagen, wo ist er denn? Habe ich ihn jetzt verpasst? Nee, nee. So, komm, mach voll hier den Anhänger. Genau, das reicht schon. Okie dokie. Also ich würde sagen, ich mache hier noch weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da ist sicher das Feld fertig hier und ja, wir bringen den Kartoffelernter vielleicht zusammen zurück
und schauen dann weiter, damit wir hier die große Seemaschine füllen können. Und hier, ja, ich weiß noch nicht, was wir da genau drauf machen. Irgendwas werden wir schon machen. Genau, alles klar. Ich bedanke mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.